Oh, Hallöchen Leute, wir sehen hier Ratinger C 1905 gegen Eintracht Rudelstadt. Ja, gestern gab es ja ein 1:0 gegen den VfL Steinbach. Gut umkämpft. Jetzt mal schauen, was das zweite Spiel für uns bringt. Als Auswärtsspiel. Niesregen, inkompetenter Schiedsrichter, 3326 Zuschauer und Anpfiff. Let's go. Gleich Taktik und Rating kommt aber direkt hier mit was, aber auch ein Stolpern. Dieter schafft es, unseren Verteidiger zu spielen, aber kommt dann ein Stolpern. Ja, Mert, es ist ein Gegenspieler auch nicht aussehen. Weiß zu Göttinger, aber die Spieler von Ratinger SC lassen da keine Chance und es geht jetzt im Schlagabtausch, aber Stoin ab. Block den Ball ab. Sehr gut. Ja. Und jetzt wieder. Toll. Spielstyle, aber da war nichts. Das war nichts. Na toll. Ja, die Folge kommt leider sehr spät. Ich habe mich auch gerade ein bisschen vertan und geschrieben. Da kann schon mal sein, dass der hat. Bisschen, ne? Naja, ist egal. Nächste Chance. Ratingen zwei Chancen hintereinander jetzt. Er kann sich aber nicht durchsetzen. Und dann Gelb. Wegen beiden Schellen. Das geht aber mal nicht. Nee, Ratingen und trotzdem eine Chance. Er hat gerade Gelb gekriegt. Jetzt ist unseren Verteidiger Matt Kolga. Schöner Foul von Kolga. Es gibt Freistoß bei uns. Sehr schön. Kolga setzt aber zur Schiedsrichterbeleidigung, das geht aber nicht. Naja, sagt derjenige, der immer wieder inkompetenter Schiedsrichter hier kommentieren muss, aber wenn es da steht, dann sage ich das halt, ne? Was kann ich dafür? Abwehr ist dazwischen, also man sieht offener Schlagabtausch, obwohl wir zwei geförderte Talente jetzt in der Startelf haben. Naja. 38 Spielminuten. Jetzt mal zwei Chancen hintereinander. Mittelfeld ist so überbrückt. Sehr schön. Ah. Hat er verpasst den Ball. Schade, schade. Körpertäuschung. Spielt ihn aus. Passt lange nach vorne. Abzudrängen. Doch, Tüschen kann klären. Und somit geht's jetzt in die Pause. Und weiter geht's. Sammeln, weitermachen, Leute. Come on. Das darf jetzt nicht sein. Und Ratzinger SC kommt. Ich will den Ball vorbei. Das gibt's doch nicht, Leute, bitte. Er springt jedoch nicht hoch genug. Sehr gut. Das darf auch ruhig sein. Aber jetzt eine Chance für uns. 3 Minuten später. Zweikampf zu gewinnen, doch einen Trick zu ruinieren. Schade. Leute, kommt. Rudelstadt. Ich meine, Unentschieden würde mir jetzt auch nicht so unbedingt in die Quere kommen. Göttinger jetzt mit der gelben Karte. Ach Gott, wegen unabsichtlichen Handspiel. Und so meine ich. Unabsichtliches Handspiel, aber da kriegt sie gelbe. Wenn jemand was Absichtliches macht, dann gibt es Elfmeter, aber kein gelbe. Was soll die Scheiße? So, jetzt aber. Geht vorbei. Jawohl, auszuspielen. Strauchelt und Schiri. Meine Schwalbe gesehen zu haben, ja, alles klar. Das war nicht ganz eindeutig. Ja, würde ich auch sagen. Dankeschön, aber der Schiedsrichter ist ja, ne? Na, schade. Und dann sowas. Gestrecktes Bein, ja, gelb, alles klar. So, Schalk kommt wieder rein. So, Merz. Wir listen aber Dürr gewinnt den Zweikampf. Leute, kommt. Also unseren armen Merz nicht alleine. Kann sich nicht durchsetzen. Brechstange. Ja.
Jetzt müssen wir da mit der Brechstange durch. Gut wie eingespielt. Schön vom Herz. Gegenspiel keine Chance. Was ist die Abwehr? Götze stoppt ihn. In Lücken von Abwehr. Und schießt. Latte. Und dort ist aus. Schade. Aber wie? Kommt schon. Das kann doch nicht sein. So eine schöne Chance und dann geht's an die Latte, du Drecksaluminium, das gibt's doch nicht. 82 Minuten, Leute, jetzt kommt, kaputt euch ausschalten. Er kommt vorbei, er setzt sie zum Dribbling an, doch Position. Mann. Und jetzt hat Rating hier nochmal die Chance, gelingt ihm. Oh, kommt, Leute, bitte nicht. Leute, nein. Fäscht den Ball ab. Oh nein, bitte. Ach nee, nein, nein, nein. Rück. Oh, zum Glück. Aber nochmal, Rating. Das gibt's doch nicht, Leute. Oh, danke. Willkommen, Freistoß. Zumindest nur 0 retten. Leute, nicht noch mehr. Aus nie lang. Oh, bitte, Leute. Nein, Leute! Sonne Bayer zieht sofort ab, das alle Außenposten! Oh ja, bitte! Danke, Abwiff 0-0. Reicht! Oh mein Gott! Entschuldigung, dass ich hier gerade rumgeschrien habe, Leute, aber das gibt's doch nicht! Erst haben wir so eine schöne Chance und dann kommt jedes Mal Rating auf einmal. Trotzdem 10. gegen 5. Wir schauen mal in der Liga, wie es jetzt so aussieht. Wir mit 9 Punkten weiterhin. Lichtenberger SK mit 6 Punkten sowie Lippstadter FC 5 Punkte. Steinbach auf Platz 8 jetzt abgerutscht. Spielvereinigung Siegen mit 3 Punkten. Also immer noch nichts mit gewonnen. Weil wie will man gewinnen, wenn man so wie wahrscheinlich keine Tore schießt. Tja. Boah, heute Rating SC, also 3. sind die in unserer Liga, also da können wir froh sein, wirklich, dass wir gegen die einen Unentschieden gespielt haben. Aber es hätte auch mehr sein können, ne, Leute? So, jetzt erstmal die Aufstellung. Und ich habe mir natürlich auch erstmal jetzt, ne? Ja, so sieht erstmal jetzt für morgen die Aufstellung aus. Erstmal. Kann sein, dass da noch was dazu kommt. So, jetzt machen wir es so wie gerade, zack, Taktik, und in einer Stunde kann ich das Training neu vergeben. Mache ich jetzt noch nicht. Kommt aber noch. Also, hier im Jugendkader haben wir schon geguckt. Die anderen beiden habe ich rausgeschmissen, weil die sollten wohl keine Profis werden. Dafür habe ich meine schwarze Kasse jetzt erstmal ausgegeben. Unseren Scout haben wir gestern noch losgeschickt. Wie man sieht. Ist noch 7 Tage unterwegs. Also, Schaffhausen, der Außenverteidigung wird jetzt gefördert. Und Neuri wird jetzt als Stürmer gefördert, damit wir was für die Zukunft haben. Also, unseren Sorian haben wir im Start gekriegt. Held und Brun haben gewechselt. Jetzt die nächsten, die auf der Liste sind. Vor allen Dingen erstmal wird er auf die Liste gesetzt. Das habe ich wohl noch nicht. Schade. Und der nächste wird Jake. Ja. Muss leider. So. Haben wir auch ein bisschen was erstmal plus, ne, Leute?
Um die Finanzen kümmere ich mich gerade noch drum. Also man sieht hier, gestern haben wir zum Beispiel Minus gemacht, weil ich ja die beiden schönen Talente reingeholt habe. Trotz, ne, Heimspiel. Heute bin ich Auswärtsspiel leider noch ein bisschen miese, aber sonst kriegen wir das mit den Sponsoren hin. Ich werde noch schauen, dass ich irgendwie die 30 Termine voll mache. Dann haben wir die nächsten 600.000 drauf. Das wird schon, Leute. Also, wenn wir so Platz 5 wären, dann ist das ja schon gut. Aber ja, ne? Und hier im Stadion mit den Fans, das ist auch super, dass die so viel kommen. Und ich will auch mal sagen, ja, also mit der Stimmung kann man sich freuen. So, Leute. Das war ja ein intensives Spiel gegen platzierten Dritten. Jetzt das nächste Spiel, da sollten wir Favorit sein morgen, aber auch ein Auswärtsspiel. Kann also alles wiederum sein. Mal schauen, wie wir da abschneiden werden. Wir werden es morgen sehen. Ich hoffe, wir schalten morgen wieder ein und ciao, ciao.